Der Bußkanal. Und zwar wieder bei Rewe war ich einkaufen und für 20 Euro und da habe ich zweimal die Star Wars Cosmic Shells bekommen. Zwei Päckchen. Ich verlinke euch oben oder unten in der Beschreibung, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, wie ich die Cosmic Shells vorstelle mit dem Heft und Informationen. Und ja, der Film kommt jetzt endlich nächste Woche raus. Nächste Woche Donnerstag ist es dann soweit. Ich habe Karten. Ja, Premiere will ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube für die erste Vorstellung, die es in meiner Stadt im Kino gibt. Freue mich riesig drauf und ja, fange ich gleich mal an mit diesen zwei Cosmic Shells. Letztes Mal habe ich ja nur ein Tütchen geöffnet. Diesmal machen wir mal zwei auf. So sieht die Rückseite auf. Einmal die Nummer 34. Und zwar Ray. Sieht schön aus. Und dann kommen wir gleich zum zweiten. Nummer 26. Und wenn ihr mein letztes Video gesehen habt, dann wisst ihr, was die Nummer 26 ist. Hey, das gibt es nicht. Von drei Cosmic Shells Boostern, die ich öffne, bekomme ich zweimal, ich glaube, den schlechtesten Shell oder wie man das auch nennt, den es, obwohl Kraft hat er ja nicht schlecht. Das ist wahrscheinlich ein Stück vom Film. Aber trotzdem. Und dann ausgerechnet den kriege ich doppelt. Naja. Ich kann es nicht ändern. Nächstes Mal frage ich die Kassiererin, ob ich mir die Booster selber aus dem Karton ziehen darf, weil sie hat sie mir gegeben. Greife ich mal ein bisschen weiter nach hinten. Vielleicht sind da mal ein paar Glitzernde drin. Naja. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen, auch wenn der Pull jetzt nicht so mega war. Und ja, werden weitere Videos kommen, sobald ich wieder bei Rewe. Wird wahrscheinlich nächste Woche schon wieder sein, eingekauft habe. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Jetzt ein schönes Wochenende. Stimmt, es ist Freitag. Und ja, bis zum nächsten Mal, euer Boost-Kanal.